Es geht um die wunderbare und gute Tilan. Absolut geisteskrank, meine Freunde. Ich hoffe mal, dass dieser Content hier auch suitable for Twitch ist. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Wir können ja mal ganz kurz in den Kommentarbereich gehen. Wer sieht dein Auto? Like damit. Wer findet Rebeccas Videos auch realistischer? Ich gucke. Was gucke ich mir hier an? Die Maske sieht anders aus. Lan im Auto neben dir, weil er dich beobachtet. Also ich glaube, Leute, seien wir... Also Leute, wie gesagt, ich glaube, das passt nicht. Ich denke mal, sie wird sich jetzt hier nicht ausziehen oder sowas. Also das Konzept dieser ganzen Videos ist folgendes. Ich breche das mal ganz kurz runter. Es gibt halt diese Tussen, diese Damen, diese Menschen, die diesen Content kreieren. Tussen wollte ich jetzt nicht gesagt haben. Es gibt halt einmal Tilan, die Prank Bros und Rebecca Wing, genau. Und die haben quasi... Also die sind auf jeden Fall alle halt momentan aus dem Crack Grind und machen quasi Content für, ja, ebenso wie SkyGuy, so offensichtlich, also wo jeder Erwachsene sieht, okay, das ist fake. Das ist halt für Leute, die so zwischen 8 und 11 sind. Keine Ahnung, so würde ich halt sagen, ne? Diese Leute machen halt diesen Content und mittlerweile gibt es halt jetzt diesen komischen Game Master, der hier irgendwie gerade sein Unwesen haupt. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, was hier, die Salatgurke, ja, was da so passiert ist. Ich bin's wieder, eure Lan. Leute, ich habe eine E-Mail von Game Master bekommen und wisst ihr, was er geschrieben hat? Er hat mir geschrieben, dass ich mir was kaufen soll. Und zwar soll ich zum Supermarkt gehen und ich soll mir... From GM, Gmail-Fenster, kauf dir deine Gurke, GM. Alles klar, wenn ich so eine E-Mail bekomme, dann laufe ich doch direkt los und kaufe eine Gurke. Können wir das in doppelter Geschwindigkeit gucken, Alter? Ich kann das nicht in Originalgeschwindigkeit. Ich muss mindestens eins kaufen. Sie reden so lange. Eine Gurke kaufen. Ist das sein Ernst? Es wird immer schlimmer mit ihm. Was sind das für komische Hinweise? Ich soll mir jetzt eine Gurke kaufen und dann? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passieren wird. Er meinte... Mach dir einen Gurkensalat und gönn dir einen schönen Abend. Mehr nicht, Bro. Ich bin froh, dass das Video 5 Minuten vorbei ist. Er meinte einfach nur, dass ich mir diese Gurke kaufen soll. Und ja, wir fahren jetzt gemeinsam zum Supermarkt und dann besorge ich mir diese Gurke. Wer ist denn gemeinsam? Sitzt doch alleine im Auto, oder nicht? Schreibt mir auf jeden Fall unter diesem Video, was ihr von dem Game Master haltet und warum er will, dass ich mir eine Gurke kaufe. Mann, das ist so krass, Alter, das ist so heftig, dass halt wirklich Leute der Meinung sind, dass dieser ganze Tilan-Kack halt wirklich real ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann halt wirklich einfach nicht glauben, dass es da draußen Menschen gibt, die sagen, das kaufe ich jetzt so, keine Ahnung, ey, ich verstehe es nicht. Und dann mal sehen, was er dann darauf antworten wird und ja, ich werde dann mal losfahren. Okay. Okay, ihr könnt mich gerne beim Autofahren beobachten. Dass jemand einfach in dem Alter einen Führerschein haben darf, Digga. Also, dass sie ein Auto fahren darf. Ja. Oh, ich muss noch die Musik ausmachen. Weil ich mich sonst nicht hören kann und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Weil die macht die Musik aus, damit es monetarisiert. Das ist ja das Krasse, das wird einfach monetarisiert. Guck mal, sie sitzt hier wirklich Real Talk 2 Minuten im Auto und labert irgendeinen Müll und das Video hat durch diesen gottverdammten Clickbait, Digga, 154.000 Aufrufe. Das ist ja das Krasse und das wird einfach monetarisiert. Das wird monetarisiert, Mann. Weiß nicht, ich raff das alles nicht, Mann. Was ist das denn für ein Video, Alter? Guck mal, die fährt 4 Minuten einfach in einem Auto rum, ey. Das war's. Sie fährt 4 Minuten in einem Auto rum und das war's und labert irgendeinen Müll. Das ist ein Vlog, das ist doch nicht mehr. Mit einer schönen Palme. Wollte auch gerne die Palmenstand zeigen, sie im Supermarkt. So sieht das aus. Und mal gucken, ob ich noch eine Gurke bekomme. Okay, Leute, ich habe ehrlich gesagt 2 Dollar gefunden. Also ich habe noch 1 Dollar im Auto gefunden, weil ich denke mal 1 Dollar... Gefunden? Boah, ich schwöre... Wie kann man sich das denn als 9-Jähriger freiwillig reinziehen, Alter? Man kriegt doch wirklich direkt einen Hirnschlag davon. Was hier peinlich ist dein Content, Bro. Was hier peinlich ist dein Content. Ja, ich halte gerade eine Gurke in der Hand, wie ihr sehen könnt. Und das ist wirklich unangenehm, sowas zu kaufen. Also es ist absolut unangenehm, in einen Laden reinzugehen. Es ist absolut unangenehm, eine Gurke zu kaufen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dabei eine Kamera hält und im Internet Videos darüber macht, wie der Game Master ihm die Gurke quer ins Poloch reindeut, Digga. Vor allem nur eine Gurke. Ich wollte ja unbedingt filmen, aber da waren Leute und keine Ahnung, wenn ich jetzt auf Gurken zeige, was will ich... Boah, ich schwöre, juckt mich das nicht. Was macht sie jetzt? So, ich habe das jetzt abgeschickt und mal sehen, ob der gleich antworten wird. Oh, ich muss den Ton anmachen. So. Wie war euer Tag so? Bis dato eigentlich ganz gut, bis ich so ein scheiß Video sehen musste, Alter. Leute, ich habe eine E-Mail bekommen von Game Master, er hat aber voll schnell geantwortet. Das ist aber jetzt echt krass. Das ist aber wirklich krass, dass sie jetzt sich, also selber so schnell, ich meine, dass Game Master jetzt so schnell geantwortet hat. Das ist schon krass, weil, also das ist schon heftig, Game Master. Das ist schon gut, gute Resonanzzeit auf jeden Fall. Er hat mir ein Video geschickt. Nein. Okay, Entschuldigung, ich musste mal wieder rübsen. Okay. Ey, Leute,
Wohin mit der Menschheit, Alter? Wohin mit der Menschheit? Das Game Master! Und er ist wieder in meinem Zimmer. Hä, wann war er denn wieder in meinem Zimmer? Sie zeigt das Video nicht mal, oder? Ah, doch. Hä? Was malt er da? Er sitzt da und malt irgendwas, glaube ich, oder? Oder er schreibt da irgendwas hin. Was? Ein Loch? Hä, er zeigt auf das Loch. Hä? Und das Video ist zu Ende. Hä? Hä? Was hat das alles zu bedeuten? Ey, Leute, ganz ehrlich, das ist doch nicht real. Das muss doch eine gespaltene Persönlichkeit sein. Kein Mensch der Welt würde für Geld hingehen. Also wirklich, kein Mensch der Welt würde für Geld hingehen und sagen so, ich verkleide mich jetzt selber als Game Master und zwinge mich als drittes Alter, als zweites oder sechstes Alter Ego, keine Ahnung, wie viele sie hat, als zehnte Persönlichkeit meiner selbst dazu, mir diese Gurke irgendwo rektal. Das macht doch keinen Sinn, Alter. Das ist doch einfach nur krank. Das ist doch einfach nur krank, Mann. Boah, wo sind wir gelandet, Alter? Ehrlich, sie ist komplett im Sack und das wird monetarisiert. Das ist das Krankste, Mann. Was denkt ihr? Wieso? Wieso hat er ein Loch gemalt? Damit du deine scheiß monatliche Miete zahlen kannst. Abgrundtief ekelhaftes Ding. Ich glaube, das macht jetzt alles Sinn. Ja, ja, jetzt macht Sinn, pass auf. Er wollte, dass ich mir eine Gurke kaufe. Jetzt. Und dann zeigt er mir dieses Loch. Aha. Wisst ihr, was das bedeutet? Nein, sag ruhig. Ich glaube, ich habe da so meine Vermutung. Okay. Das ist nur meine Vermutung. Aha. Und ihr könnt mitdenken. Schreibt es unter diesem Video, was ihr gerade denkt. Wieso er mir dieses Loch gezeigt hat und warum ich mir eine Gurke kaufen soll. Ich denke mal, er will. Game Master ist sowas von eklig abartig. Nein, das bist du selber. Du bist das krank. Du bist ekelhaft abartig, weil du es dir selber auffälligst, diese Scheiße. Das ist doch nicht wahr, Alter. Ehrlich. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie angewidert ich gerade bin. Ich kann das nicht sagen. Wisst ihr, was ich meine? Nein. Ich glaube, er will, ja? Dass ich mir die Gurke. Aha. Mit voller Wucht in dein eigenes Auge rammst oder ins Trommelfell, damit du nie wieder im Leben was hörst. Oder in den Mund, damit du endlich die Schnauze hältst. In mir reinstecke. Nein, nein, das ist so krank. Allein der Schluss, Leute, stell dir mal vor. Warte mal, ganz kurz. Untersuch sie kurz. Ja, ist chronisch am Arsch, Leute. Ist chronisch behindert, kann man nichts machen. Die ist komplett durch. Also, Real Talk. So, sie malt sich selber diesen Kreis da drauf und dann lässt sie sich selber in dieser zweiten Persönlichkeit schlussfolgern, dass... Wirklich, ich möchte da einfach nur mal herauskristallisieren, meine Freunde. Wie eklig käuflich manche Menschen sind und wie sehr sie den Respekt vor sich selber verlieren, nur um im Internet ein paar Kröten zu machen. Das ist doch krank. Und jeder Mensch, der A über 10 ist oder B ein IQ von 50 hat... Das eine schließt das andere by the way nicht aus. Der wird verstehen, dass er natürlich fake ist. Und der wird auch verstehen, dass Game Master nicht existiert. Und der wird auch verstehen, meine Freunde, dass das, was hier gerade passiert, für mich und auch, glaube ich, für jeden normalen Menschen das Ende der Menschheit gerade einläutet. Wir haben es so weit geschafft. Wir haben fast fliegende Autos, wir haben elektrische Autos, wir haben ein fucking Space-Programm, meine Freunde. Wir sind kurz davor, den Mars zu besiedeln. Aber wenn ich mir das immer so anschaue, was für die Menschheit bis jetzt zurückgelegt hat, dann ist es einfach an der Zeit, dass jetzt ein Komet kommt und uns alle umbringt. Wirklich. Ja, es ist schon okay. Danke, dass du es nicht machst. Das ist stark. Stark, danke. Bestimmt will er, dass ich das aufnehme oder so. Ja, ja. Neue Hinweise? Mann, wie kann man... Also, jetzt lass uns das mal ganz normal auseinandernehmen. Guck mal, stell dich mal bitte vor, Escape ist ein Game Master jetzt. Rein in unsere Imagination. Escape ist ein Game Master wirklich, okay? So, und sie hätte wirklich dieses Loch gefunden. Kein normaler Mensch würde doch sagen, ich hab hier eine Gurke. Was meint der Game Master wohl damit? Eine Gurke in ein Loch, aber in welches Loch wohl? Zufällig bin ich eine Frau. Das macht alles gar keinen Sinn. Stell dir mal vor. Ja, ach, natürlich macht ihr safe wirklich. Aber stell dir mal bitte vor, am Ende kommt wirklich raus, dass es den Game Master einfach gibt. Ich werde so feiern, Alter. Danke. Ist es das? Vielleicht? Ist das wirklich ein Hinweis? Ist das wirklich das, was er mir damit sagen will? Schreibt es mir, Leute. Was denkt ihr? Das ist nicht mehr normal. Es wird immer schlimmer mit ihm.
Nein, es wird immer schlimmer mit dir. Es wird immer schlimmer mit dir, Alter. Boah, okay, okay, okay. Das ist so geisteskrank. Und jetzt kommt der Todesfrank und ich muss sagen, damn. Der Todesfrank hat mir wieder eine Aufgabe gestellt. Die haben sich einfach irgendwas aus dem Hintern angezogen und das funktioniert. Das ist wirklich der minimalste Aufwand, den sie macht. Das ganze Video ist einfach nur gewesen, wie sie hingeht und eine Mail aufs Banalste. So schlecht fake, wie es nur geht. Da steckt null Aufwand dahinter. Sie filmt das Ganze mit dem Handy oder mit irgendeiner Billo-Cam und geht dann hin, monetarisiert das, rotzt diesen Scheiß in 10 Minuten raus und macht damit so endlos viele Aufrufe. Und das Allerschlimmste dabei ist, meine Freunde, es sind nicht alles Leute, die so in unserem Alter sind oder sowas, sondern es sind meistens junge Kids, die im Alter von, keine Ahnung, 8, 9, 10, das sind irgendwelche Kinder, die vor das Ding gesetzt werden von ihren Eltern und dann heißt es ja, passt mal auf, guckt euch das doch einfach mal an, Kinder hier, und dann läuft die Playlist durch und irgendwann kommen diese Videos. Ich zum Beispiel selber bin nicht in der Kids-App drin, ich bin nicht brandfriendly genug, ich schwöre, ich mache Schimpfwörter und so weiter und so fort. Also Leute, versteht mich nicht falsch so, aber wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dass sie da in dieser Kids-App drin ist, ja, ganz ehrlich, ich fress einen Besen, Alter, wirklich, dann ist es bei mir vorbei. Wir machen jetzt mal die Suche an, jetzt gucke ich mal, ob Tilan sich in der Kids-App befindet, Leute. Wenn das wirklich der Fall ist, okay, Tilan ist nicht drin, okay, sie ist nicht da drin, okay, ist Paluten da drin, ja, ne? Was ist das für ein nerviger Sound, wenn ich hier scrolle, Alter. Dieses Game Master-Ding ist halt irgendwie von, okay, das sind aber alles Kinderkanäle hier tatsächlich, okay, immerhin haben sie das halt gefiltert bekommen. Aber jetzt müssen wir mal davon ausgehen, viele Eltern wissen gar nicht über die Funktion der Kids-App und so weiter und so fort, aber schon mal gut, dass das so funktioniert. Und jetzt gibt es halt hier Kanäle, die tendenziell nicht unter dem Beauty-Aspekt oder unter dem Fortbildung-Aspekt Vagina-Enthaarungscreme testen, sondern halt in den Thumbnail schreiben, schlimmer als eine Geburt, und dann halt sich vom Game Master befehligen lassen, eine Gurke da unten rein. Also Leute, ganz ehrlich, wir sind wirklich, die Sachen sind monetarisiert. Da ist Werbung. Hey Leute, ich bin's wieder, eure hier. Lan. Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade ein Gewand an. Und zwar ist das ein Krankenschwester-Outfit. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich das anhabe. Das Ding ist, dieser Stoff hier erinnert mich irgendwie voll an diesen Friseursalon-Gewand. Deswegen habe ich das an. Und dann habe ich euch gefragt, Schulter... Ihr meine... Das ist so eine Sache, Leute. Ist auch so schwierig. Aber jetzt im Großen und Ganzen... Das hat natürlich eine Geschichte, meine Freunde. Füße sind auf viele, gerade, glaube ich, für jüngere Leute oder für Leute, die halt einfach drauf stehen, ein sexuelles Ding so. Und klar, natürlich ist das halt genau das Ding wieder. Ich catch mir halt die 8-Jährigen damit und gönn mir halt damit mies Cash rein. Also ganz ehrlich, dieser komplette Kanal ist Müll. Und das, was sie hier macht, ist wirklich wenigster Aufwand. Absolut ekelhaftster und reißerischster Clickbait. Und wie gesagt, das ist einfach wirklich für mich... Ich finde das krass, ich finde das schlimm. Und ich finde, das hat Simon, glaube ich, auch schon mal adressiert an Team YouTube auf Twitter. Ich finde es krass, dass das so einfach durchgeht. Ich finde es krass, dass da niemand hingeht und sagt, ey, Real Talk, da müsste eigentlich mal was passieren. So, die Sachen werden monetarisiert. Ich kann sagen, also... Klar, schwanger mit 13 Jahren und sowas und ganzen Momo-Videos, pipapo, sei mal dahingestellt. Aber wenn es doch halt solche Ausmaße angeht, Game Master will, dass ich mir eine Gurke in meine VJJ stecke, das, also tut mir leid, da finde ich keine Verteidigungspunkte für. So, und es gibt halt Kanäle, die sind wirklich extrem schlimm, zum Beispiel sie, aber dann gibt es auch noch andere Leute, die es halt anders machen. Zum Beispiel diese Rebecca Wing, keine Ahnung, sie ist ja auch irgendwie damit drin. Macht es halt nicht so auf diesen sexuellen Wege, sondern halt, keine Ahnung, bei ihr passiert das ja immer viel überraschender und viel schlimmer. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Freunde, ich bin da raus. Ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich echt eine traurige Bewegung, die wir momentan auf YouTube haben, und ich finde es extrem belastend, dass das so viel Anklang findet, dass es auch noch vom Algorithmus unterstützt wird.